Long-term players discover True. New players have the Thank you.
da seid ihr ja. Schön, dich mal wiederzusehen, Heldin der Splitterwelt. Nun sag doch schon, wie geht es Ihnen? Sie sind immer noch bewusstlos. Ganz ruhig liegen Sie da, als ob Sie tief und fest schlafen würden. Allerdings habe ich etwas bemerkt. Eine Veränderung. Eine Veränderung? Ach, deswegen wolltest du mit uns sprechen. Ja, bitte hört mir gut zu. Es ist kaum zu bemerken, aber der Äther, der sich noch in ihren Körpern befindet, oder besser gesagt ihre Lebenskraft, sie flackert. Es ist noch zu früh, um zu sagen, was dieses Flackern bedeutet. Aber ich habe festgestellt, dass es bei jedem unterschiedlich stark ausfällt. Bei Tancred ist es am stärksten, gefolgt von Ishtola und Orianger. Bei Alfino und Alizé aber kann man es fast nicht ausmachen. Das ist genau die Reihenfolge, in der sie ohnmächtig geworden sind. So ist es. Je länger ihre Seelen von ihren Körpern getrennt sind, desto stärker wird ihre Lebenskraft in Mitleidenschaft gezogen. Es ist zwar nicht mehr als eine Hypothese, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Verbindung zwischen ihren Seelen und Körpern immer schwächer wird. Papa, das klingt ja schrecklich. Wenn die Verbindung ganz getrennt wird, heißt das dann, dass sie... Was wird denn dann mit ihnen passieren? Das kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen. Es ist schließlich das erste Mal, dass ich so etwas beobachte. Noch ist das Flackern sehr gering. Ich werde Matoya um Hilfe bitten und alles versuchen, um ihre Körper zu beschützen. Mehr können wir von hier aus nicht für sie tun. Deswegen möchte ich, dass du einen Weg findest, wie wir ihre Seelen zurückholen können. Danke. Ich weiß, dass du dein Bestes geben wirst. Aber was soll sie denn machen? Die schlauesten Köpfe dieser Welt wussten keinen Rat. Haben wir denn überhaupt eine Spur? Fassen wir mal zusammen, was wir wissen. Der Kristallexarch hatte doch vor, sein Leben zu opfern. Er dachte, dass sich der Zauberspruch, mit dem er unsere Freunde in die erste Splitterwelt gerufen hat, dann auflöst und sie ganz von selbst zurückkehren würden. So etwas Törichtes sieht Raha wirklich ähnlich. Für waghalsige Einfälle war er schon in Schalajan bekannt. Doch der Plan ging nicht auf. Sein Leben wurde verschont und die Exegeten blieben im ersten Splitter. Ohne die Hilfe des Kristallexarchen werden wir ihre Seelen nicht zurückholen können. So viel ist sicher. Deswegen halte ich es für das Beste, dass du zurück in die erste Splitterwelt gehst. Berichte dem Exarchen, wie es um die Körper unserer Freunde steht. Und bitte ihn, uns zu helfen. Wir werden hier natürlich alles tun, was in unserer Macht steht, um die Körper der Exegeten zu beschützen. Zusammen schaffen wir es.
Entschuldigt die Verspätung. Wo sind denn Tancred und Rina? Waren sie nicht mit dir unterwegs? Sie zogen es vor, sich auf die Erforschung der großen Leere zu konzentrieren. Falls ihre Anwesenheit unerlässlich sein sollte, werden sie so schnell wie möglich nachkommen. Eine kluge Entscheidung. Ihr Auftrag dort ist von hoher Wichtigkeit. Ich denke, wir können fürs Erste ohne sie auskommen. Also, würdest du deinen Freunden bitte erzählen, was du im Ursprung erfahren hast? Ein Flackern in unserer Lebenskraft. Den Abbildern unserer Seelen hier ist nichts anzumerken. Zumindest noch nicht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich dieser Zustand jederzeit ändern kann. Höchste Zeit, dass wir einen Weg zurück in unsere Welt finden. Ich will dir ein paar Einzelheiten darüber verraten, wie ich euch hierher gerufen habe. Eigentlich bin ich ja kein übermäßig begabter Magier. Wenn ich einen mächtigen Zauber wirke, bediene ich mich der Mittel, die der Turm mir zur Verfügung stellt. So war es auch, als ich versuchte, dich über den Riss zu rufen. Ich nutzte den gleichen Mechanismus, welcher mich aus ferner Zukunft in die erste Splitterwelt schickte. Es gelang mir mehr schlecht als recht, wenn ich ehrlich bin. Vereinfacht ausgedrückt wird bei dem Transport ein Tor zwischen den Welten geschaffen, durch welches die Zielperson, und nur sie, direkt zum Kristallturm gezogen wird. Doch ich öffnete das Tor auf die falsche Weise und so kam es, dass ich mehrere Versuche benötigte. Zum Leidtragen der Anwesenden. Ich werde nie wieder so leichtfertig mit deinem Leben spielen. Mit keinem Fremden und auch nicht mit meinem eigenen. Ich habe es dir geschworen, als du bis in die Tiefen des Meeres hinuntergestiegen bist, um mich zu retten. Ich werde einen Weg finden, deine Freunde zurückzuschicken. Doch wenn ich es nicht schaffe und es gefährlich für sie wird, zögere nicht. Ich bin bereit, mein Leben für das deiner Freunde zu geben. Was ist denn in dich gefahren? Ich wollte nur gucken, ob da oben noch alles in Ordnung ist bei dir. Du willst deiner geliebten Heldin doch keinen Kummer bereiten, oder? Hörst du das? Man streitet sich um dich, geliebte Heldin. Hä? Also... Können wir uns dann jetzt wieder dem eigentlichen Problem zuwenden? Vielleicht hilft es, wenn wir uns zuerst mit einem Beispiel für einen gelungenen Transport beschäftigen. Es steht ja direkt hier vor uns. Ich meine nicht nur, dass Körper und Geist unversehrt hier angekommen sind. Jedes noch so kleine Teil der Ausrüstung hat ebenfalls den Sprung über den interdimensionalen Riss geschafft. Es ist genau wie bei gewöhnlichen Teleportzaubern. Da werden auch alle möglichen Gegenstände mitgenommen. Wichtig ist nur, dass der Verzauberte denkt, das gehört zu mir. Verstehe. Du meinst, solange unsere Freundin glaubt, dass unsere Seelen zu ihr gehören, könnte sie sie mit in die Ursprungswelt nehmen. Das klingt ja eigentlich ziemlich einfach. Aber kann man sich so leicht selbst überzeugen? Was ist, wenn irgendwo zwischen den Dimensionen Zweifel aufkommen? Wer weiß, was dann aus unseren Seelen wird? Ich halte Alizés Bedenken für berechtigt. Ich warne davor, Seelen mit gewöhnlichen Besitztümern zu vergleichen. Ihre ätherische Beschaffenheit ist eine andere. Aber das hat die Hexe des großen Waldes bestimmt bedacht, nicht wahr? Ich halte es für möglich, dass uns die Eigenschaften der weißen Orazithen weiterhelfen könnten. Immerhin sind diese Kristalle in der Lage, die Seele eines Ashiens in sich zu binden.
dann sollten sie auch unsere bescheidenen Gemüter aufnehmen können. Wie bewahrt man eine Seele für längere Zeit in einem Aurazyten auf und wie überträgt man sie gezielt in einen Körper? Wenn wir diese zwei Fragen beantworten können, haben wir unseren Weg nach Hause gefunden. Das Aufbewahren und Übertragen von Seelen. Da hätte ich vielleicht einen Vorschlag zu machen. Am gegenüberliegenden Ufer des Quellsees steht ein großes Schloss, das einst die Elfen errichteten. Während der Lichtflut wurde es aufgegeben. Doch jetzt hat sich ein Magier der Numo dort niedergelassen. Ein etwas schrulliger Kerl übrigens. Er diente einst am königlichen Hof von Vöburt und war bekannt für seine Forschung auf dem Gebiet der Geisterwelt. Vielleicht hilft er uns mit seiner Weisheit, wenn wir ihn darum bitten. Ich will die Idee ja nicht gleich schlecht reden, aber ein weißer Magier, der sich in ein verlassenes Schloss zurückgezogen hat, das klingt nicht so, als würde er einfach so nach Krystarium mitkommen. Da hast du recht, Alice. Wir werden uns gut verkaufen müssen. Vor ein paar Jahrzehnten habe ich versucht, mit dem Einsiedler Kontakt aufzunehmen, um ihn für den Kampf gegen die Sündenvertilger zu gewinnen. Er schickte mir seine Familiare auf den Hals, und da ich sie nicht alle bannen wollte, bin ich nie bis zu ihm vorgedrungen. Er verteidigt seine Einsamkeit vehement. Aber ihr werdet schon einen Weg finden, mit ihm zu verhandeln. Schließlich habt ihr selbst die Pixies von Ilmec auf eure Seite gebracht. Statten wir dem Einsiedler einen Besuch ab. Alles Weitere wird sich ergeben. Wenn es jemand schafft, dann ihr.
Ich stehe dir bei. Ich halte nichts zurück.
Sogar mein stärkstes Familiar habt ihr besiegt. Ihr seid ja wahrlich wirklich nicht aufzuhalten. Ich grüße dich, Begluck, weiser Magier der Numo. Bitte entschuldige unser Eindringen in deine Domäne. Wir haben vollstes Verständnis dafür, wenn du uns wie missliebige Störenfriede behandelst. Aber wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir kommen mit einer Bitte. Eine Bitte, sagst du? Ja, und es ist keine unbedeutende Angelegenheit. Wir suchen dein Wissen über die Geisterwelt. Es geht um Leben und Tod. Eine Bitte? Der Klang dieses Wortes ist so verführerisch, so unwiderstehlich. Aber das ist genau der Grund, warum ich mich an diesen einsam verlassenen Ort zurückgezogen habe. Um mich nie wieder in verdrießliche Verwicklungen verwickeln zu lassen. Nein, nein, nein! Ich habe mir geschworen, mich nie wieder auf solche Dinge einzulassen. Wer weiß, welche Absichten ihr hegt. Es bringt einem doch nichts als Ärger. Ich weiß, die Numo sind bekannt als tüchtige Händler. Und wenn du einen ehrbaren Handel ausschlägst, tust du das bestimmt aus gutem Grund. Aber ich versichere dir, dass es in dieser Sache um das Leben unserer Freunde geht. Und auch um mein eigenes. Also, willst du uns nicht wenigstens einmal anhören? Ich soll also nur zuhören. Wenn es weiter nichts ist, dann... Ja, dann könnte ich doch eigentlich... Nein, nein und nochmals nein. Ich habe es mir geschworen. Ihr sagt, ihr sucht mein Wissen? Wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Das letzte Mal, als ich meine Weisheit mit diesem verrucht verräterischen Hofmagier teilte... Endete es in Tod und Verderben. Tod und Verderben. Ihr wisst natürlich nicht, wovon ich spreche. Einfältiger Einfallspinsel. Kommt hierher und bittet mich um mein Wissen. Ihr wollt wirklich nur eure freundlichen Freunde retten? Und es geht um Leben und Tod? Habe ich darauf euer Wort? Schwörst du es? Also gut. Welchen schädlich-schändlichen Schaden soll es schon haben, euch mal anzuhören? Aber ich werde nicht vergessen, dass ihr mir einen ehrbaren Handel versprochen habt. Vielen Dank. Du wirst deine Großzügigkeit nicht bereuen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Bitte folge uns nach Crystarium. Dort werden wir dir erzählen, wie du uns helfen kannst.
seid also die, die uns die dunkelmunkelige Nacht zurückgebracht haben. Man sagt, dass ihr aus einer anderen Welt kommt. Wie kann das sein? Ist das die wirklich wahre Wahrheit? 13 Splitterwelten wurden aus dem Ursprung geschlagen. Durch 7 Katastrophen wurden 7 davon wieder mit ihm vereint. Das ist die Wahrheit. Und ich leiste jeden Schwur darauf, den du von mir verlangst. Doch zweifelst du denn überhaupt daran? Unsere Seelen unterscheiden sich von denen dieser Welt. Das sollte dir, der sich sein Leben lang mit dieser Materie beschäftigt hat, doch längst aufgefallen sein. In der Tat. Der Unterschied drängt sich nicht auf, aber wenn man genau hinsieht, erkennt man es. Eure Seelen sind anders, fester. Und eure Körper sind von geisterhafter Präsenz. Besonders sie. Ihre Seele ist intensiver. Und ihr Körper ist der echte. Kein flüchtiger Ersatz. Ich möchte noch einmal betonen, wie viel wir unseren Besuchern zu verdanken haben. Ohne sie würden wir immer noch unter dem ewigen Licht und dem Joch der Sündenvertilger leiden. Wir sind es ihnen schuldig, sie sicher in ihre Heimat zurückzuschicken. Doch dafür benötigen wir deine Hilfe. Ich habe euch zugehört, wie ihr es wolltet. Doch eine Gegenleistung dafür will ich nicht fordern. Was ich gelernt habe, ist schon eine lohnende Belohnung. Im Gegenteil, ich bin etwas schuldig. Dafür, dass wir das düstere Dunkel des Himmels zurückerhalten haben. Das heißt, du wirst uns helfen. Ja, es wird mir eine Ehre sein, mein Wissen mit den redlich reinen Rettern dieser Welt zu teilen. Ich sagte mein Wissen, die Forschung und die Rituale, aber ich fürchte, dass ich dafür ein bisschen zu alt bin. Kann ich mich da auf euch verlassen? Selbstverständlich. Schließlich wollen wir unser Geisterdasein so schnell wie möglich beenden. Sagt nur, was wir tun sollen, und wir werden es im Handumdrehen erledigen.